Was geht ab, Leute? Es ist wieder Zeit für eine Oberkörpersession. Ich genieße gerade noch mein Pre-Workout und schauen wir nochmal ganz kurz die Übungen an, die heute anstehen. Den Tag mache ich jetzt eigentlich schon zum dritten Mal in Folge. Das heißt, ihr werdet heute mal sehen, wie da natürlich der Fortschritt immer vorangeht. Ist natürlich immer so von den Sessions her, vor allem jetzt in der Reverse Diet, geht es mit dem Fortschritt immer richtig gut voran, auch wenn die PEDs gerade richtig niedrig sind und eigentlich da so in Richtung Recovery Phase. Aber ich fühle mich extrem gut, das Gewicht geht auch schon langsam nach oben. Heute waren es so um die 115 Kilo, gestern wieder ein bisschen mehr gegessen. Stefan hat gemeint, ich soll auf jeden Fall ein bisschen was dazu essen zum Plan. Wir essen zurzeit 4000 Kalorien am Rest Day und 4400 Kalorien am Trainingstag und damit geht es wirklich sehr, sehr gut voran. Ja, jetzt mein Pre-Workout noch finishen und dann starten wir in die Upper Session. Was hier echt immer angenehm ist, ist, dass am Vormittag wirklich wenig los ist. Das heißt, ich kann mich eigentlich komplett ausbreiten, was mein Training angeht und mir eigentlich wirklich gut Zeit lassen. Vor allem zwischen die Sätze lasse ich mir hier eigentlich immer sehr gern Zeit, um einfach wirklich wieder voll Energie für den nächsten Satz zu haben. Jetzt gerade noch das Intro-Workout einlassen. Heute gibt es, was haben wir da drinnen? Ich glaube 30 Gramm Cyclic Dextrin zurzeit und 20 Gramm von den neuen Aminos. Schmecken übrigens mega genial und wie ihr wisst, mein Favorite-Geschmack ist Peached Aminos. Peached Aminos? Peached Iced Tea. Klassisch geht es natürlich los mit der Muskulatur, die ich am meisten priorisiere in der Woche und das ist natürlich Full Body. Na, Scherz. Das ist natürlich die größte Schwäche, immer. Der ganze Körper muss wachsen. Aber Brust natürlich eigentlich immer noch so die Hauptschwäche in Kombination mit Armen. Für die Brust brauche ich einfach immer als erstes so ein bisschen eine fliegende Bewegung und da mag ich die Panatta Decline Fly eigentlich sehr, um da wirklich gut Blut reinzubringen, bevor ich dann wirklich in die Drückbewegungen gehe. Fühlt sich mir einfach besser an. Wie gesagt, das ist einfach dann die Connection her, Muscle-Mind-Connection irgendwie um einiges besser beim Drücken, wenn ich schon ein bisschen Blut drinnen habe. Und da habe ich das letzte Mal 25 pro Seite auf 10 geschafft. Da versuche ich aber wirklich, dass ich eigentlich ein bisschen höher komme mit den Reps, auf jeden Fall über 10, bis ich da wieder das Gewicht steigere. Deswegen schauen wir da heute mal, ob ich da mehr als 10 schaffe. Gut. Ja, wie gesagt, die Ausführung muss aber trotzdem immer standardisiert bleiben. Es geht natürlich darum, mit der Zeit immer stärker zu werden, aber es bringt nichts, wenn ihr stärker werdet oder mehr Wiederholungen schafft und die Wiederholungen dann einfach schwingt und euch da immer selber betrügt. Das heißt, schaut, dass die auf jeden Fall standardisiert bleiben. Heute 3 Reps mehr. Ich bin happy. Weiter geht's mit Kurzhantel, Flachbankdrücken und das ist immer so eine Übung, da muss ich wirklich aufpassen, dass ich mein Ego ein bisschen draußen lasse. Aber ich muss sagen, die letzten Trainings habe ich eigentlich ganz gut geschafft. Jetzt bin ich bei den 50er angelangt, habe ich das letzte Mal auf 7 Wiederholungen geschafft. Da möchte ich auf jeden Fall auch schauen, dass ich zuerst über die 10 wieder komme, bevor ich mein Gewicht steigert. Das heißt, wir schauen mal, ich denke, heute sollte das auf jeden Fall drinnen sein, aber wer weiß, wie gesagt, Kontrolle ist für mich jetzt einmal wichtiger, damit halt wirklich auch die Brust wächst. Bei mir war früher immer so, durch das ich so viele Incline-Sachen gemacht habe, immer so die vordere Schulter eigentlich ein bisschen ja, Überhand genommen. Deswegen auch jetzt gar kein Schulterdrücken mehr drinnen. Hat mir extrem geholfen, alles auf flach auch umzustellen und auf negativ, weil ich mich dann so richtig gut reinspannen kann, dass die Schulterblätter hinten schön fixieren und ja, da einfach wirklich auf die Ausführung achten. Also, wie gesagt, wenn eure Brust sowieso wächst, dann müsst ihr nicht irgendwie irgendwas speziell herumtun. Ist aber wirklich so, wenn man halt merkt, okay, irgendein
Körperpartie fällt ein bisschen ab, dann muss man sich halt einfach ein bisschen Gedanken darüber machen, okay, warum ist das so? Oder übernimmt eine andere Muskulatur bei einer Übung irgendwas? Und deswegen ist es eigentlich nie schlecht, einmal wen drüber schauen zu lassen, der sich halt wirklich auskennt von der Ausführung. Oder, so wie ich im Endeffekt immer mache, filmt euch beim Training ein bisschen mit und seht dann, okay, wo sind so diese Fehler drinnen oder schleichen sie dann im Endeffekt ein bisschen ein, was man selber meistens gar nicht so sieht. Und wenn man es dann auf der Kamera sieht, dann kann man sagen, okay, ah, da muss ich das nächste Mal wieder aufpassen. Oh, fuck. Das war jetzt auf jeden Fall nicht meine Intention, dass ich die Hanteln abwirf nach dem Satz. Aber ja, wie gesagt, wenn es mal gefährlich wird, kann das auf jeden Fall mal passieren. Aber einfach immer aufpassen, dass man es auch wirklich so langsam wie möglich ablässt. Nicht, dass die Hanteln irgendwie kaputt werden, ist mir immer sehr, sehr wichtig zum Dazusagen. Ja, weil ich einfach das Gym-Equipment sehr, sehr schätze und da nicht irgendwas kaputt machen will. Wie gesagt, einfach da immer ein bisschen aufpassen. Es war jetzt einfach wirklich schon sehr am Limit und wäre sonst zu gefährlich gewesen, wenn ich die jetzt noch reingenommen hätte und mich damit aufgesetzt. Ja, wie gesagt, da wirklich immer ein bisschen aufpassen. Es geht weiter mit Decline Smith Press oder Decline Multipresse oder negativ Bankdrücken in der Multipresse, was auch immer. Ich bin schon die ganzen englischen Sachen immer so gewohnt vom Trainingsplan schreiben. Aber wie gesagt, negativ für mich einfach sehr, sehr genial, weil ich meine Schulterblätter nach hinten unten fixieren kann. Und ja, die habe ich eigentlich schon richtig lang jetzt im Plan drinnen. Aber nicht als dritte Übung heute. Deswegen da heute mal, ich glaube, das letzte Mal waren 55 pro Seite, gerade so auf 8. Auch da auf jeden Fall über die 10 zuerst kommen, bevor ich mit dem Gewicht wieder steigert. Und ich glaube, das Maximum, was da war, das war mit Sleeves in der Offseason, waren irgendwie so 3 Plates pro Seite plus vielleicht, weiß nicht, ob ein 10er oder so drinnen war, aber das waren dann schon sehr, sehr wenig Reps. Aber ich glaube, die Offseason wird richtig was gehen. Jetzt, wie gesagt, mit dem Gewicht eigentlich so in der Recovery Phase schon auf 115. Ja, mein Ultimate Goal ist natürlich immer noch mal auf 130 zu kommen, aber ja, mal schauen, wie fett ich da dann wirklich bin mit 130. Das Wichtigste ist natürlich immer, dass die Performance nach oben geht im Training und danach sollte man eigentlich immer so sein Essen richten. Aber ich glaube, die Offseason müssen wir auf jeden Fall einiges mampfen. Reiß die Arme zusammen, Alter. Come on. Yeah.
Ja, zumindest eine mehr wieder. Dann arbeiten wir uns halt kleinweise rauf, wenn es nicht schneller geht. Next one up, Panatta High Row, ist wieder mehr so Lower Lat lastig. Ja, bei der Maschine würde ich einfach wirklich immer so einstellen, dass ihr einfach euch wirklich gut fühlt und dass ihr halt wirklich genau da hinkommt, genau dahin trefft, wo ihr hin wollt. Sonst gibt es bei der eigentlich relativ wenig zu sagen. Upper Body Day habe ich jetzt umgestellt, das werdet ihr merken, wenn ihr das alte Video gesehen habt, dass normalerweise jetzt eigentlich diese Cuffed Side Raises kommen, aber ehrlich gesagt habe ich keinen Bock jetzt einfach runter zu gehen und die vorher noch zu machen. Vor allem ist es mir, glaube ich, bei den ersten zwei Zyklen jedes Mal passiert, wenn ich runtergegangen bin, die Cuffed Side Raises und raufgekommen bin, dann war die besetzt. Das heißt, ich habe es einfach austauscht, mache jetzt gleich die Rückensachen. Vor allem muss ich sagen, nach der Brust bin ich dann immer schon häufigst durch. Und wenn dann Schulter auch noch kommt vorher und dann erst Rücken, kann ich den Rücken gar nicht so richtig viel reinlegen. Deswegen Rücken jetzt vorher noch die Panatta High Row. Dann geht es hier weiter zur Plate Loaded Hammer Strength High Row, die eher für Upper Back. Das heißt, da haben wir dann einfach den Rücken schon abgedeckt. Und dann kommen wir erst zur Schulter und zu den Isolationsübungen zum Schluss. Oh ja. Oh. Oh. Ja, okay. Es wird Zeit für den oberen Rücken und da werdet ihr jetzt einen Unterschied merken zur Panatta High Row, dass mein Ellbogen wirklich nach außen abdriftet. Da versuche ich wirklich den kompletten oberen Rücken zu treffen. Das heißt, wir haben hintere Schulter, Rhomboideen, Trapez dabei. Und die Hammerstrength, sage ich, die Panatta High Row ist dann doch eher so ein bisschen Lower Lat. Und so haben wir im Endeffekt den kompletten Rücken wieder abgedeckt. Ja, und jetzt geht's los mit dem ersten Arbeitssatz. Jedes Mal. Das will nix. Drauf geschissen. So, jetzt schon am Boden. Die nächste Übung, ein bisschen adjustiert von den Y-Raises. Auf der Bank bin ich eigentlich jetzt auf den Boden gegangen. Fühle mich fast nur ein bisschen stabiler, muss ich sagen. Und ich habe mich da jetzt an den Kabelzug gelegt, wo ich halt wirklich da quer ziehen kann, da quer über Kreuz eigentlich. Gut, dass ich es gerade noch rausbringe. Fühlt sich irgendwie besser an, einfach als wie diese Weiten auseinander. Und ja, das muss jeder für sich selber ein bisschen rausfinden. Ich weiß, die ganzen Oldschooler sind jetzt komplett gegen diese Cuffs. Aber ich tue mir extrem schwer, die seitliche Schulter zu spüren und habe damit eigentlich einen relativ guten, konstanten Zug auf der seitlichen Schulter. Wie gesagt, ich habe es euch schon mal gesagt, mit den Bällen tue ich mir fast nur ein bisschen leichter, weil dann fühlt sich die Cuff irgendwie fast ein bisschen fester an. Wenn ich einen Griff greife, dann ist es doch so, ich fokussiere mich sehr stark am Griff und weniger so auf diese Abduktionsbewegung, die ich da einfach brauche, um die seitliche Schulter zu treffen. Ja, viel Gequatsche. Wir machen jetzt einfach mal die Übungen, die ihr seht dann, ob es für euch auch passt. Das heißt, probiert es einfach mal aus. Wenn es geil ist, lasst es drinnen. Sonst Kurzhantel-Side-Team genauso geil, wenn ihr dabei die seitliche Schulter spürt. Oh.
So, Topsatz waren 12,5 mal. Ja, jetzt habe ich es wieder vergessen. Wenn ihr genau mitzuhört habt, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare rein, damit ich mir es dann nachher nochmal anschauen kann. Jetzt gehen wir ein bisschen runter im Backoff-Satz. Es war ein neues Gewicht im Topsatz, aber hat sich eigentlich ganz gut angefühlt, war eigentlich nicht irgendwie großartig geschwungen. Deswegen jetzt mal Backoff und für euch aus einer anderen Perspektive, dass ihr die Übung nochmal seht. Ja, der Burn gibt der Übung auf jeden Fall immer recht. So, jetzt geht es noch an einen Satz Pushdowns für Trizeps und dann noch zwei Sätze Overhead Extensions am Kabel. Dann sind wir durch für heute. Letzter Satz. Kleiner Frontcheck, halten wir ein bisschen accountable. Aber in der Off-Season, wenn ihr seht, was weitergeht, bei mir ist halt generell das Essen zu nehmen, legt sie eigentlich immer gleich direkt in der Mitte an. Das heißt, der Look in der Off-Season ist dann gar nicht so nice, aber ja, das gehört halt einfach dazu, wenn man jetzt nicht so ein Genetiker ist wie andere, dass man da mal wirklich eher pushen muss, um da wirklich ja, mehr zu werden mit der Zeit. Und dazu braucht es halt einfach wirklich einiges an Essen bei mir. So war ja doch eine Sache, oft bei 7500 Kalorien in der Off-Season, wo ich wirklich richtig reinpushen muss. Und ja, deswegen, wie gesagt, ist es halt einfach so, dass die Mitte der Off-Season ein bisschen weiter wird. Aber zum Glück geht es in der Diät immer wieder zusammen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber wie gesagt, für mich einfach auch wichtig, dass ihr das seht. Wenn ihr wirklich extrem viel Masse draufpacken wollt, ist es halt einfach auch nötig, mit der Zeit immer mehr zu essen. Und ja, auch wenn man, wie gesagt, jetzt nicht die viel Genetik nennen, was immer so, ich würde jetzt mal Genetik nicht wirklich schlecht bezeichnen, weil die Taille eigentlich nicht eher schmal ist, dafür hat die Schlüsselbeine auch, aber so hat jeder sein, wie soll man sagen, sein Päckchen zu tragen, sagt man. Ja, das war's vom heutigen Pushtag wieder. Nur eine große Raushauen. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video. Bitte vergesst nicht, bei ESM.com mit Code LION einzukaufen. Ich freue mich über jede Bestellung und supportet natürlich immer meinen YouTube-Content und natürlich auch Instagram.